Hallo liebe Sternenfreunde und herzlich willkommen zu diesem Video über die Reise von Saturn durch sein eigenes Zeichen, den Steinbock. Der prächtige Herr der Ringe unseres Sonnensystems wird am 20. Dezember 2017 in den Steinbock eintreten, und zwar genau zur Phase der Wintersonnenwende, was diesen Übergang noch einmal besonders als Neuanfang hervorhebt. Er wird dann das ganze Jahr 2018 und 2019 durch den Steinbock laufen. 2020 geht er zwischen April und Juni schon einmal über die Grenze zum Wassermann, kehrt dann aber Anfang Juli noch einmal zurück in den Steinbock bis zum 17. Dezember 2020. Bevor wir einsteigen, noch ein Hinweis. Diese Konstellation ist extrem wichtig für unser Leben. Eine Horoskopberatung kann eine sehr wertvolle Orientierungshilfe für euch sein, damit ihr diesen super wichtigen Transit für euch optimal nutzen könnt. Ich begleite euch dabei gerne. Schaut doch mal auf meiner Homepage vorbei oder ruft mein Kundentelefon an. Dann könnt ihr euch die passende Beratung aussuchen und gleich buchen. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. Außerdem möchte ich euch einen Online-Workshop anbieten mit dem Titel Saturn-Probleme heilen. Da werde ich dann nochmal aus meiner Erfahrung zusammentragen, wie man mit den Herausforderungen und auch den Ängsten, die ein Saturn-Transit mit sich bringen kann, am besten umgeht. Ich hoffe, die Idee gefällt euch und ihr nehmt zahlreich teil. Der Workshop findet statt im Januar, und zwar am Freitag, den 12. Januar um 17 Uhr. Ich habe lange überlegt, wie ich dieses Video nennen soll, denn es ist nicht so leicht für ein Saturn-Thema einen Titel zu finden, der aufregend und interessant klingt. Bei meinen anderen Specials war es leicht. Folge deinem Herzen für den Mondknoten im Löwen, finde den verborgenen Schatz, das Abenteuer mit Jupiter im Skorpion, und Lilith im Steinbock fordert, gehe deinen eigenen Weg. Aber wie soll ich euch für den Durchgang von Saturn durch den Steinbock motivieren? Lege deine Reifeprüfung ab. Übernimm Verantwortung, bau deine Zukunft, meistere dein Leben, stehe zu deinen Entscheidungen. Das ist alles richtig, aber das klingt alles so nach Schule und Prüfungen und Leistungsdruck. Das wird eigentlich der Kraft und den großartigen Gaben, die Saturn uns schenkt, nicht gerecht. Dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und am Morgen fiel es mir dann ein, die Kunst zu manifestieren. Manifestation, das ist die wahre Kraft von Saturn, ganz besonders wenn er im Steinbock steht, wo er seine größte Stärke hat. Und in dem Wort Kunst steckt das Wort Können drin und damit das Prinzip der Meisterschaft, was Saturn ebenfalls am Herzen liegt. Wenn wir ein Ziel haben, wenn wir motiviert sind, dann wachsen uns auch die Kräfte zu, die wir brauchen, um zu manifestieren. Dann ist es nicht mehr schlimm, wenn es anstrengend wird, vielleicht sogar frustrierend, wenn uns andere Steine in den Weg legen und wenn wir uns vielleicht sogar dafür verausgaben. Denn auf unserem Weg sehen wir, wie das Gestalt annimmt, was wir uns vorgenommen haben. Und das beflügelt uns und treibt uns zu immer neuen Leistungen an. Saturn ist der Planet in unserem Horoskop, den wir brauchen, um unsere Träume Wirklichkeit werden zu lassen und um das zu manifestieren, was uns wichtig ist. Er schafft Strukturen und gibt uns Halt. Und er steht für das Ergebnis, das wir am Ende erreichen wollen. Er ist auch der Herr der Zeit, der uns zeigt, dass es manchmal Geduld und einen langen Atem braucht, um einen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Mit Saturn bauen wir etwas Langfristiges auf. Ganz anders als mit Glücksplanet Jupiter, der uns Gelegenheiten schenkt, wo wir nur zuschlagen müssen. Jupiter zeigt schnelles Wachstum an, aber eben auch die berühmten Phasen im Leben, wo es heißt, wie gewonnen, so zerronnen. Saturn aber bedeutet langsames, nachhaltiges Wachstum und Verantwortung. Und im Idealfall ergreifen wir Chancen, die uns Jupiter bringt, und nutzen dann die Saturnkräfte, um daraus dauerhaft etwas Gutes zu machen und Erfolg zu haben. Das ist etwas, was Jupiter und Saturn gemeinsam haben. Sie sind beide Faktoren für den Erfolg im Horoskop, wenn sie uns auch auf ganz unterschiedliche Weise zum Erfolg führen. Und im Idealfall arbeiten sie eben gut zusammen. In der deutschen Sprache gibt es viele Redewendungen, die das Prinzip und das Wirken Saturns auf den Punkt bringen. Solche Sprüche wie zum Beispiel, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, oder Übung macht den Meister. Gut Ding will Weile haben. Ohne Fleiß keinen Preis. Von nichts kommt nichts. Und wenn Jupiter und Saturn zusammenspielen, bringt das der schöne Spruch auf den Punkt, der da heißt,
Das Glück gehört den Tüchtigen. Diese Sprüche wirken vielleicht nicht besonders sexy und hip, aber es steckt eine Menge Wahrheit drin. Als ich Teenager war, hatten wir diese Poesiealben. Könnt ihr euch da vielleicht doch auch noch dran erinnern? Die wurden herumgereicht und Freunde und Familie haben ihre Sprüchlein reingeschrieben und kleine Bilder reingeklebt. Ich war dann immer ganz aufgeregt zu lesen, was mir wer in dieses Poesiealbum reingeschrieben hat. Meine Lieblingstante, die ebenfalls Steinbock ist, schrieb mir eben diesen Saturnspruch hinein. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich weiß noch ganz genau, dass ich das damals doof und langweilig fand. Heute weiß ich, wie viel Weisheit und Wahrheit in diesem Sprüchlein steckt. Denn letztlich ist das nichts anderes als die Kunst zu manifestieren. Man setzt sich ein Ziel und macht sich einen Plan und dann geht man Schritt für Schritt daran, diesen Plan in seinem Leben in die Tat umzusetzen. Man tut etwas. Wenn wir ein Ziel haben, programmieren wir damit auch unser Unterbewusstsein und das ist eine mächtige Kraft, die uns auf dem Weg zu diesem Ziel unterstützt. Wir lenken unsere Aufmerksamkeit und programmieren unser Unterbewusstsein auf das, was wir erreichen wollen. Und die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Auf einmal nehmen wir wahr, wo sich für uns Gelegenheiten zeigen und auf welche Weise wir beginnen können, aktiv zu manifestieren. Und das motiviert uns dann wiederum, neue Kräfte oder auch andere Menschen zu mobilisieren, um unsere Manifestation weiter voranzutreiben. So funktionieren meiner Meinung nach auch die Wünsche ans Universum. Wenn ihr Erfahrung mit der Erfüllung von Wünschen ans Universum gemacht habt, dann denkt doch da nochmal drüber nach. Bestimmt werdet ihr feststellen, dass ihr, ob bewusst oder unbewusst, eine Menge dafür getan habt, dass sich diese Wünsche realisieren. Deswegen, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es ist auf jeden Fall gut, sich für die kommenden 2,5 bis 3 Jahre einen Plan zu machen. Wo soll es hingehen? Was wollt ihr erreichen? Wo wollt ihr in 2 bis 3 Jahren stehen? Welche Verpflichtungen seid ihr bereit, dafür einzugehen, um euer Ziel zu erreichen? Saturn im Steinbock ist eine sehr gute Zeit, um sich Ziele zu setzen und um Projekte zu manifestieren. Denn diese Konstellation markiert einen Neuanfang bzw. die Chance, etwas Altes zu Ende zu bringen und noch einmal von vorn zu beginnen. Ich kann es nicht verschweigen, Saturn ist leider auch unbequem. Er symbolisiert den harten Boden der Realität. Er ernüchtert uns und fordert uns auf, unsere Träume einem Realitätscheck zu unterziehen. Spirituell gesehen symbolisiert Saturn unsere Inkarnation hier auf diesem Planeten und die Zeit, die uns dafür zugemessen ist und eben auch die damit verbundenen Anstrengungen. Deshalb wird er auch oft als der Planet des Karmas bezeichnet, denn er zeigt uns, welche Konsequenzen unser Handeln hat. Und er gilt als Planet der Weisheit und der Reife, die wir im Laufe unseres Lebens durch viel Üben und viele Erfahrungen erwerben. Im praktischen Erleben bringt uns Saturn Prüfungssituationen, wo wir getestet werden, ob wir wirklich an das glauben, was wir uns vorgenommen haben. Deshalb nenne ich ihn auch gern den Prüfungsplaneten. Dann erleben wir die berühmten Saturnkrisen und die Widerstände, die uns in den Weg gelegt werden. Seien es Ämter oder Autoritätsfiguren, vor denen wir unsere Ideen rechtfertigen müssen, sei es das Finanzamt mit einer Steuerprüfung, seien es die Knöllchen, die wir bekommen, wenn wir uns nicht an die Verkehrsregeln halten, seien es Lehrer oder Prüfer, vor denen wir nun beweisen müssen, dass wir etwas gelernt haben. An den Widerständen, die uns Saturn präsentiert, sollen wir wachsen und lernen, mit Geduld und Hartnäckigkeit an unserem Ziel festzuhalten und schließlich zur Meisterschaft und Reife zu kommen. Die Saturnkrisen bieten uns aber auch die Gelegenheit, auf dem Weg zu unserem Ziel die notwendigen Anpassungen vorzunehmen. Der Saturntransit kann auch Ängste mit sich bringen und depressive Verstimmungen. Die Aufgaben erscheinen uns dann wie ein Berg, den wir kaum bewältigen können. Auch das Phänomen des Burnouts ist typisch für intensive Saturnphasen. Wenn wir es mit Saturn zu tun haben, ist es immer sehr wichtig, dass wir viel Disziplin aufbringen, aber auch regelmäßig Pause machen und für Entspannung sorgen. Außerdem sollten wir uns unbedingt gut ernähren. Das Beste ist es, wenn wir die Herausforderung durch Saturn sportlich nehmen. Ein Leistungssportler, der hart auf ein sportliches Ziel hintrainiert, muss ja auch an sich und sein Ziel glauben, viel Disziplin aufbringen und gleichzeitig für seine Gesundheit sorgen. So müssen wir das auch sehen. Wir haben viel vor und wir sollten es uns wert sein, dass wir uns körperlich und geistig fit halten, um unser Pensum durchzuziehen.
Der Durchgang von Saturn durch den Steinbock ist auch für die Gesellschaft und die Welt von großer Bedeutung. Der Steinbock ist das Zeichen, in dem Saturn seine Regentschaft hat. Hier ist er der König, hier ist er zu Hause. Wir dürfen also damit rechnen, dass Saturn seine besonderen Kräfte hier mit großer Konzentration und großer Wirkung entfalten kann. Während seiner Reise durch den Steinbock wird er flankiert von Pluto, der ja auch durch den Steinbock wandert und die Chancen zur Transformation anzeigt. Bis August 2018 ist außerdem auch die Lilith dabei, die uns hilft, konsequent unseren eigenen Weg zu gehen. Und im Jahre 2020 wird sich Glücksplanet Jupiter dazu gesellen und uns noch einmal Gelegenheiten und Chancen präsentieren, die wir ergreifen können, um unsere Manifestation voranzutreiben. Es werden sich also mächtige Kräfte im Zeichen Steinbock bündeln und die Kraft Saturns verstärken. Für unsere Welt sind das kosmische Hinweise darauf, dass es überall Bestrebungen gibt, aus dem derzeitigen Chaos wieder mehr Ordnung und Struktur entstehen zu lassen. Wenn Jupiter, Pluto und Saturn in 2020 zusammenkommen, zeigt das an, dass wir endlich wieder weltweit kompetente politische Leitfiguren haben werden, die nicht in erster Linie ihrem Ego Geltung verschaffen wollen, sondern bereit sind, Verantwortung für ein konstruktives Leben auf diesem Planeten zu übernehmen. Mit dem Eintritt in den Steinbock beginnt der Saturn einen neuen 29-jährigen Zyklus. Es ist eine Zeit, in der man etwas zu Ende bringt und das Fundament für etwas Wichtiges Neues legt. Dabei sortiert man aus und trennt Wesentliches von Unwesentlichem. Man blickt zurück auf sein Leben und zieht Bilanz. Man fragt sich, was habe ich erreicht? Was möchte ich hinterlassen? Wer klug ist, tut jetzt einen Schwur und gibt sich selbst ein Versprechen, was er nun bereit ist, für seine Zukunft zu tun. Darum geht es, die Vergangenheit zu prüfen, zu verstehen, was du bisher in deinem Leben erreicht hast und für die Zukunft zu überlegen, was wirklich dein Lebenswerk sein soll, solange du noch Zeit hast, etwas daran zu tun und eventuell auch in eine neue Richtung zu arbeiten. Dieser Zyklus ist einzigartig, denn Saturn wird in seinem eigenen Zeichen diesen Zyklus beginnen. Und alle 7 bis 8 Jahre wird es eine Zäsur geben, wo wir erneut geprüft werden, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind und eventuell Anpassungen vornehmen müssen. Es beginnt nun also ein 7-jähriger Zyklus und gleichzeitig ein 29-jähriger Zyklus. Es ist einer der wichtigsten Zyklen im persönlichen Leben wie auch für die Welt. Für die Welt bedeutet diese Konstellation, dass wir gefordert sind, die Konsequenzen unseres Lebensstils endlich zu begreifen. Wir müssen in der Wirklichkeit aufwachen. Und die Wirklichkeit ist, dass wir unser eigenes Leben auf unserem schönen Planeten schützen müssen, indem wir nämlich unseren Planeten schützen. Das wissen wir ja eigentlich schon lange, aber Saturn wird uns auf vielerlei Art und Weise die Augen dafür öffnen, wie dringend das Problem ist. Er wird uns zeigen, wie jeder in seinem eigenen Leben dazu beitragen kann, etwas für die Umwelt und damit für unsere eigene Zukunft zu tun. Saturn heißt nämlich auch, verzichten zu können, zugunsten von etwas Größerem. Darin ist er sozusagen der Gegenspieler von Jupiter. Jupiter als Glücksplanet verheißt ja Lebensfreude, Wachstum und Fülle ohne Ende. Saturn weist uns dagegen darauf hin, dass der Platz auf unserem Planeten begrenzt ist und dass unser Leben endlich ist. Das macht er aber nicht, um uns zu ärgern, sondern damit wir begreifen, wie wertvoll das ist, was wir haben. Er will, dass wir verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen umgehen und dass wir unsere Zeit hier konstruktiv nutzen. Auch im Hinblick darauf, dass zukünftige Generationen ebenfalls noch ein schönes Leben auf unserem wundervollen Planeten haben können. Das heißt, Wachstum ja, aber eben im richtigen Maß. Und wir als Menschen sind gefordert, das zu verstehen und die Konsequenzen daraus zu ziehen. Für unsere persönlichen Beziehungen bedeutet der Eintritt von Saturn in den Steinbock, dass wir beginnen, über unsere Zukunft nachzudenken. Was will ich? Mit wem will ich zusammen sein? Will ich verheiratet sein? Bin ich bereit, mich einzulassen und mit der anderen Person etwas aufzubauen? Will ich die Beziehung weiterentwickeln, die ich jetzt habe? Oder ist es nicht das, was ich will? Und nun muss ich darüber nachdenken, wie ich damit weiter umgehen will und ob ich eventuell eine Beziehung beenden muss, um frei zu werden und noch einmal von vorne zu beginnen. Es ist also eine Zeit, Verpflichtungen einzugehen oder etwas zu beenden. Beziehungen oder Projekte, die keine Zukunft haben, sollte man jetzt beenden.
Wenn ihr in einem Kardinalzeichen geboren seid, also Widder, Krebs, Waage oder Steinbock, aber auch wenn ihr andere wichtige Planeten und Horoskopfaktoren in diesen Zeichen habt, zum Beispiel den Aszendenten, dann werdet ihr in den nächsten 2,5 bis 3 Jahren Spannungsaspekte von Saturn empfangen. Und auch dann, wenn ihr davon nicht betroffen seid, habt ihr vielleicht einen Partner, der einen Spannungsaspekt von Saturn bekommt. Und diese Aspekte bedeuten, dass wir Entscheidungen für unsere Zukunft treffen werden, die nicht ganz einfach sind. Wir machen uns viele Gedanken, um zu entscheiden, welches der beste Weg ist oder auch welches der Weg ist, der am wenigsten Schaden anrichtet. Dabei haben wir natürlich Angst davor, Fehler zu machen. Wenn es zum Beispiel um die Entscheidung geht, ob wir eine Beziehung beenden wollen, machen wir uns Sorgen, ob das nicht doch ein Fehler sein könnte, ob wir nicht doch lieber mit der Person zusammenbleiben sollten. Die gute Nachricht ist, egal welche Entscheidung wir treffen, es wird die richtige sein. Klingt paradox, aber wir werden lernen, damit zu leben und uns damit einzurichten. Der härteste Teil dieses Prozesses wird es sein, die Entscheidung zu treffen. Ihr wisst ja vielleicht aus der Psychologie, dass es auf jeden Fall besser ist, eine Entscheidung aktiv zu treffen, als gar keine Entscheidung zu treffen. Denn im letzteren Fall entscheiden die Umstände oder andere Personen für uns. Deshalb ist es auf jeden Fall befriedigender, wenn wir selbst die Entscheidung getroffen haben und dazu stehen können. Unsere Entscheidung, egal welche, ist deswegen gut, weil wir sie überhaupt getroffen haben. Und anschließend können wir nach vorne blicken und uns weiterentwickeln. Ein Zustand, in dem wir keine Entscheidung treffen, ist dagegen sehr frustrierend für alle Beteiligten und führt letztlich dazu, dass wir nicht ins Manifestieren kommen, weil wir in einer unbefriedigenden Situation hängen bleiben. Deswegen, Leute, trefft eure Entscheidungen, auch wenn es schwierig erscheint. Selbst dann, wenn ihr nicht ganz sicher seid. Ich begleite euch ja dabei, entweder in persönlichen Beratungen oder auch durch meine Monatshoroskope, wo ich euch immer wieder informiere, was es Neues gibt. Denn wir haben ja auch jeden Monat einen Neumond, den wir nutzen können, um Entscheidungen zu treffen. Doch je eher ihr den Grundstein für eure Zukunft legt, desto besser. Ganz besonders wichtig ist diese Konstellation jetzt für alle, die den sogenannten Saturn-Return haben, also die Wiederkehr Saturns an die Position, wo er im Geburtshoroskop stand. Das heißt also, wer den Saturn im Horoskop im Steinbock hat, der bekommt jetzt einen Saturn-Return. Und ja, für diejenigen endet nun ein rund 30-jähriger Zyklus und sie beginnen noch einmal einen neuen. Für die, die ihren ersten Saturn-Return haben, also jetzt etwa 28 bis 30 Jahre alt sind, ist das eine Zeit, in der sie vielleicht zum ersten Mal so richtig Verantwortung übernehmen. Sei es in einem interessanten Job, sei es, dass sie heiraten oder dass das erste Kind geboren wird. Im Alter von 58 bis 60 Jahren haben wir dann den zweiten Saturn-Return in unserem Leben. Und das ist oft eine Zeit, wo wir darüber nachdenken, was wir in unserem Leben noch erreichen und welche Träume wir noch verwirklichen wollen. Und das ist auch gut so. Außerdem ist es eine Zeit, wo man sich überlegen sollte, von welchen Träumen und Bestrebungen man nun getrost auch loslassen kann, weil es sich nicht mehr lohnt, dafür Anstrengungen einzusetzen. In diesem Alter zeigt uns Saturn meist auch recht gnadenlos, was es bedeutet, älter zu werden und an unsere körperlichen Grenzen zu stoßen. Wenn es gut läuft, erleben wir auch noch den dritten Saturn-Return im Alter von rund 88 Jahren. Dann zeigt sich Saturn uns als Herr der Zeit, der uns lehrt, was es bedeutet, würdevoll Abschied zu nehmen und Dinge zu Ende zu bringen. Im Idealfall blicken wir dann zurück auf unser Lebenswerk und sind zufrieden mit dem, was wir geschaffen haben. Ich werde euch gleich mitnehmen auf eine Reise durch den Tierkreis und die Sonnenhäuser und euch für jedes Sternzeichen bzw. Aszendenten zeigen, in welchem Bereich solche Entscheidungen anstehen können. Trotzdem solltet ihr, wenn ihr merkt, dass ihr an einem wichtigen Scheideweg oder Wendepunkt steht, möglichst eine persönliche Beratung in Anspruch nehmen. Der Zyklus von Saturn im persönlichen Horoskop ist extrem wichtig und um ihn zu bestimmen und zu verstehen, braucht man den individuellen Aszendenten und die individuelle Aufteilung der Häuser. Für eure Lebensplanung hilft es euch dann am meisten, wenn ihr genau wisst, wo der laufende Saturn jetzt für euch steht. Dann könnt ihr die Informationen, die ich euch jetzt gebe, auch am besten nutzen. Wo der Saturn jetzt individuell für euch steht, das können wir zum Beispiel in meinen Webinaren Antonias Sterne klären.
Und den aktuellen Termin für das nächste Webinar findet ihr jeweils auf meiner Homepage. Gleich schauen wir uns aber den Durchgang durch die Sonnenhäuser an. Und als Horoskop habe ich Neujahr 2018 genommen. Da haben wir eine regelrechte Versammlung von Planeten im Steinbock rund um Saturn. Und dadurch wird besonders anschaulich, in welchem Haus sich die Kräfte konzentrieren. Vorab noch die Information für euch, wann sich Saturn in welcher Dekade aufhalten wird. Die erste Dekade durchläuft er vom 20. Dezember 2017 bis zum 28. Dezember 2018. Durch die zweite Dekade geht er dann vom 28. Dezember 2018 bis zum 20.12.2019, also immer jeweils ziemlich genau das ganze Jahr. Und dann durch die dritte Dekade vom 20.12.2019 bis zum 22.03.2020 und dann nochmal vom 3. Juli 2020 bis zum 17.12.2020. Für Widdergeborene und alle, die Saturn im 10. Haus haben, stehen nun Entscheidungen für die Karriere an. Mit Saturn im 10. Haus befindet ihr euch auf einem Gipfelpunkt eurer Karriere. Es warten neue Aufgaben und noch mehr Verantwortung auf euch. Nun könnt ihr die Früchte dessen ernten, was ihr in den 7 Jahren zuvor aufgebaut habt. Aber vielleicht werdet ihr auch getestet, ob ihr da wirklich in der richtigen Richtung unterwegs wart. Vielleicht erwartet euch eine Beförderung und das bedeutet dann, dass ihr eure bisherige Position zu Ende bringen und euch in der neuen Aufgabe behaupten müsst. Es kann auch ein guter Zeitpunkt sein, euch in dem Bereich, in dem ihr bis jetzt etwas aufgebaut habt und bereits Erfahrungen und Erfolge gesammelt habt, nun selbstständig zu machen. Solltet ihr schon im Ruhestand oder nicht berufstätig sein, solltet ihr euch auf jeden Fall eine Aufgabe suchen, in der ihr Verantwortung beweisen und etwas in der Gesellschaft bewegen könnt. Sonst werdet ihr unzufrieden und kommt euch nutzlos vor. Unabhängig von der Hausstellung bekommen außerdem alle Widdergeborenen Saturn in ein Quadrat zur Sonne. Das ist ein harter Spannungsaspekt. Und das bedeutet, dass die Entscheidungen, die in den nächsten 2,5 bis 3 Jahren anstehen, nicht einfach für euch sind und Konflikte mit sich bringen können. Vielleicht wird es schwierig, weil ihr für eure wichtigen Karriereentwicklungen Zeit mit der Familie oder in der Partnerschaft opfern müsst. Oder ihr steht vor der Herausforderung, Kollegen, mit denen ihr bisher ein lockeres Verhältnis hattet, nun plötzlich als Chef gegenüberzustehen. Oder ihr müsst einen Machtkampf ausfechten, bevor ihr die Position einnehmen könnt, die euch eurer Meinung nach zusteht. Und natürlich sollten wir alles Weitere dann in einer persönlichen Beratung klären. So, jetzt machen wir weiter mit dem Stier. Ja, die Stiergeborenen haben es eigentlich sehr gut. Sie und alle, die Saturn jetzt im 9. Haus stehen haben, sollten Entscheidungen für die Zukunft treffen. Was habt ihr noch für Pläne, die ihr verwirklichen wollt? Welches Wissensgebiet wollt ihr noch vertiefen? Das ist auch eine gute Zeit für eine berufliche Fortbildung, in der ihr etwas lernt, was euch langfristig für die Zukunft nützlich ist. Falls ihr noch große Reisen vorhabt, solltet ihr diese jetzt planen, selbst wenn sie sich nicht sofort umsetzen lassen. Und ihr werdet nun auch so manche Pläne und vielleicht auch eure persönliche Philosophie einem Realitätscheck unterziehen und gucken, ob sie euch nützlich sind und ob sie auch in Zukunft tragfähig für euch sind. Wenn ihr in der Bildung tätig seid, baut ihr euch vielleicht eine neue Struktur oder schreibt sogar ein Buch, was eine Basis für eure zukünftigen Kurse sein wird. Umgekehrt könnt ihr jetzt auch einen Meister finden, einen Guru oder eine Lehrerfigur, der oder die euch im Leben ernsthaft weiterbringt. Unabhängig von der Hausstellung haben nun alle Stiergeborenen Saturn in einem förderlichen, substanzbildenden Aspekt zu ihrer Sonne. Das bedeutet, das Thema der Nachhaltigkeit, was ihr sowieso in die Welt bringt und worin ihr besonders gut seid, steht nun hoch im Kurs. Mit eurer Fähigkeit, geduldig Projekte zum Gedeihen und zum Blühen zu bringen, werdet ihr Respekt und Anerkennung ernten. Man wird euren Rat suchen und euren Service in Anspruch nehmen. Beruflich wird das eine erfolgreiche Phase für euch und je nachdem, welche persönlichen Pläne ihr nun verwirklichen wollt, auch in eurem Privatleben. Für die Zwillingegeborenen und alle, bei denen Saturn jetzt durch das 8. Haus geht, geht es um Verpflichtungen, Verträge und Verlässlichkeit in Beziehungen. Das kann für den lässigen, lockeren Zwilling eine ganz schöne Herausforderung werden. Im Idealfall lasst ihr euch darauf ein, in eurer Beziehung gemeinsam mit eurem Partner neue Werte zu bilden oder den Grundstein für einen gemeinsamen Weg zu legen. Das kann also durchaus für euch auch ein Aspekt für ein Eheversprechen sein.
Es geht darum, verantwortungsbewusst und mit viel Reife mit den gemeinsamen Werten und Ressourcen umzugehen. Wenn ihr dazu bereit seid, könnt ihr etwas Schönes mit anderen Menschen zusammen aufbauen. Wenn ihr euch davor drückt oder sorglos mit gemeinsamen Besitztümern umgeht, kann das zu Verlusten führen. Vielleicht denkt ihr auch verstärkt darüber nach, wie ihr euch in eurem Alter absichern wollt oder könnt und schließt eine Versicherung ab. Unabhängig von der Hausstellung bekommt ihr jetzt den Saturn in einen sogenannten Quinkungsaspekt zur Zwillinge-Sonne. Das ist ein Aspekt, mit dem man viele Anpassungen vornehmen muss. Die Dinge laufen nicht ganz genauso, wie man sie sich vorgestellt hat, aber es fehlt gar nicht so viel zum Erfolg und man kann sein Ziel erreichen, indem man kleine Änderungen vornimmt. Vielleicht auch mal auf etwas verzichtet oder den Wünschen des Partners bzw. der anderen Beteiligten nachgibt. Kommen wir jetzt zum Krebs. Und für die Krebsgeborenen ist das eine Riesennummer, Saturn im Steinbock. Denn Krebsgeborene und alle, bei denen der Saturn jetzt durch das siebte Haus geht, bei denen stehen die Partnerschaften auf dem Prüfstand. Ihr müsst Entscheidungen treffen, ob eure Beziehungen, Partnerschaften Bestand haben und ob ihr sie mit voller Verantwortung weiterführen wollt. Wenn ihr aber merkt, dass etwas im Argen liegt, müsst ihr euch drum kümmern. Das dürft ihr nicht verdrängen. Sonst schleppt ihr die Probleme für die nächsten 7 Jahre mit, bis Saturn euch erneut einer Prüfung unterzieht und dann sind die Umstände noch schwieriger. Wenn ihr Krebsgeborene wirklich seid, dann ist das ganz schwer für euch, denn der Krebs kann nicht gut loslassen, selbst wenn er erkennt, dass etwas zu Ende gebracht werden muss. Denn als Krebse habt ihr einfach Angst vor dem Alleinsein. Die Faustregel bei Saturn in Partnerschaften ist, Saturn trennt, was nicht mehr zusammengehört, aber er bindet das, was zusammengehört. Es kann also auch sehr gut sein, wenn eure Partnerschaft sich bewährt hat, dass ihr jetzt heiratet und damit eine Eheverpflichtung eingeht und euch dazu bekennt, mit eurem Herzensmenschen zusammen durch dick und dünn zu gehen. Wenn ihr in eurer Partnerschaft eine Saturnkrise habt und die gemeinsam mit eurem Herzallerliebsten durchsteht, könnt ihr sicher sein, dass eure Beziehung wirklich Hand und Fuß hat und ein gutes Potenzial hat, dann auch die nächsten 30 Jahre zu überdauern. Unabhängig von der Hausstellung von Saturn für euch, werden alle Krebsgeborenen in den kommenden fast 3 Jahren den Saturn irgendwann in einer Opposition zur Krebssonne haben. Und das ist ein Aspekt, der ist zwar sehr anstrengend, aber geht auch oft mit einem Höhepunkt des Erfolgs einher. Man bekommt öffentliche Aufmerksamkeit und Anerkennung und hat eine Erfolgsphase in seiner Karriere bzw. erreicht einen wichtigen gesellschaftlichen Status. Deswegen, liebe Krebsgeborene, wenn wichtige Entscheidungen anstehen, gönnt euch doch eine astrologische Beratung, denn die hilft euch zu klären, wie ihr mit dieser Erfolgsphase umgehen könnt und wie ihr sie für euer zukünftiges Leben optimal nutzen könnt. Dazu kann ich euch eine Geschichte aus meinem eigenen Leben erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich war ja in meiner Zeit, als ich bei RTL war, im ersten Dschungelcamp damals und war da auch als Astrologin im Einsatz. Also ich sollte die Sterne auch deuten für alle, die da mit reingegangen sind mit mir. Und das war eine Zeit, wo der Saturn genau gegenüber meiner Sonne stand. Saturn stand im Krebs, ich habe ja die Sonne im Steinbock und der Saturn stand auch noch genau auf meinem Aszendenten. Das war also auch noch mal ein Hinweis darauf, dass das auch eine sehr harte körperliche Erfahrung war, wo ich auch viel abgenommen habe, denn Saturn auf dem Aszendenten hilft beim Abnehmen. Also das war eine Hammererfahrung, die ich da gemacht habe, aber sie hat halt wirklich meinen Bekanntheitsgrad um 500% gesteigert und auf einmal wussten alle, dass ich Astrologin bin. Also insofern war die Erfahrung zwar, naja, ganz schön grenzwertig, aber sie hat mir tatsächlich was gebracht von der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit, die mir dann zuteil wurde. Das wäre also jetzt das, was ich meine, ne? Wenn man eben Saturn, Opposition, Sonne hat. Ja, jetzt machen wir aber weiter mit euch und wir kommen zu denjenigen, die im Löwen geboren sind oder die den Saturn dann jetzt im sechsten Haus haben. Ja. Also Löwegeborene oder alle, die wissen, dass Saturn jetzt durchs sechste Haus läuft, da stehen jetzt wichtige Entscheidungen an, die eure Arbeitsroutine und eure Gesundheit betreffen. Das ist eine Zeit, in der viel Fleißarbeit gefordert ist. Erfolge stellen sich ein durch unermüdliches Arbeiten an Details und auch durch die Neuorganisation der täglichen Abläufe.
also die Optimierung. Ne? Ihr errichtet jetzt vielleicht neue Strukturen für eure Arbeit oder wenn ihr fest angestellt seid, werden vielleicht in eurer Firma andere Abläufe eingeführt, an die ihr euch erstmal gewöhnen müsst. Vielleicht beschließt ihr auch, einen Job zu kündigen, wenn ihr merkt, dass er für euch nicht mehr funktioniert. Dann bekommt ihr die Gelegenheit, etwas Neues zu finden, wo die Struktur besser zu euch passt. Das ist auch eine Zeit, wo man gesundheitlich sehr auf sich aufpassen muss. Saturn kann alle möglichen Zipperlein bringen, vor allem Sachen, die mit den Knochen zu tun haben, sowas wie Arthrose, Rückenschmerzen und ähnliches. Auch Zähne, auch die Haut kann betroffen sein. Also ich habe ja Saturn zurzeit im sechsten Haus. Ich laboriere zum Beispiel seit einem Jahr mit einem Schulter-Arm-Syndrom herum. Und da gibt es keine schnelle Heilung. Da muss man geduldig dran arbeiten, ständig Krankengymnastik machen, seinen Arbeitsplatz optimieren und sich andauernd drum kümmern. Also typisch Saturn. Es kann auch angezeigt sein, dass ihr nun eine schlechte Gewohnheit ablegt und durch eine neue, bessere Routine ersetzt. Das Gute an dem Saturn-Durchgang durchs sechste Haus ist, was ihr während des Saturn-Transits für eure Gesundheit tut und auch für eure Arbeit und euren Erfolg, hat langfristig aufbauende und fördernde Auswirkungen. Deshalb verdrängt jetzt anstehende Probleme nicht, sondern sorgt für euch und eure Gesundheit. Und wo wir schon beim Thema Gesundheit sind, kommen wir jetzt zu den Jungfraugeborenen, die ja normalerweise für die Gesundheit zuständig sind und beziehungsweise zu den Leuten, die Saturn jetzt im fünften Haus haben. Und das bedeutet, nun könnt ihr mit kreativen Projekten beginnen und habt gute Aussichten, dass ihr tatsächlich wunderschöne Dinge manifestiert, mit denen ihr vielleicht sogar einen materiellen Erfolg habt. Das ist eine Zeit, wo Hobbys nicht nur Spaß machen sollen, sondern auch Ergebnisse bringen. Während des Saturn-Transits kann es euch gelingen, ein kreatives Hobby zum Beruf zu machen. Es kann aber auch bedeuten, dass man ein Hobby aufgibt, weil man erkennt, dass man darauf keine Lust mehr hat und sich etwas anderes sucht, was besser zu dem neuen Lebensgefühl passt. Das fünfte Haus ist ja auch das Haus der Sexualität und Lebensfreude. Und Saturn mit seiner Konzentration und Ernsthaftigkeit scheint da nicht so recht hineinzupassen. Tatsächlich weiß ich noch, als bei mir der Saturn durchs fünfte Haus ging, hatte ich vorübergehend nicht mehr so viel Lust auf Sex. Dieser Übergang fiel bei mir allerdings auch mit dem Beginn der Menopause zusammen. Vielleicht heißt es aber einfach nur, dass man sorgfältiger auswählt, mit wem man sich auf was einlässt und wie viel Zeit man damit verbringt. Denn man möchte seine Freizeit jetzt mit Menschen und Tätigkeiten verbringen, die wesentlich sind und wichtig und auch langfristig noch Bedeutung haben. Unabhängig von der Hausstellung bekommen die Jungfraugeborenen nun Saturn in einen förderlichen Aspekt zu ihrer Sonne. Das ist wirklich ausgezeichnet, um Herzensprojekte zu verwirklichen und zu manifestieren. Vielleicht wolltet ihr schon lange einmal auf einer Bühne stehen oder selber ein Theaterstück schreiben oder ein neues Instrument lernen oder einen Gesellschaftstanz. Das dürfen übrigens ruhig Sachen sein, die etwas Mühe machen und euch herausfordern. Dann passen sie zu dem Saturn-Transit und ihr werdet im Endeffekt viel Freude und lange viel Freude daran haben. Als nächstes kommen wir zum Waage-Horoskop. Und das betrifft dann jetzt alle Waagegeborenen und alle diejenigen, die Saturn hier im vierten Haus stehen haben. Und für die stehen Entscheidungen an, die Familie und Wohnsituation oder ganz allgemein einen Neuanfang im Leben betreffen. Wenn Saturn ins vierte Haus geht, kann das eine sehr starke Auslösung sein, umzuziehen und woanders neue Wurzeln zu schlagen. Nicht immer ist das mit angenehmen Begleitumständen verbunden. Man muss sich vielleicht verkleinern und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Für Eltern kann es bedeuten, dass die Kinder ausziehen und sie sich jetzt mit dieser Situation neu anfreunden müssen. Es kann auch heißen, dass man Verantwortung für ältere Familienangehörige übernehmen muss, weil diese krank werden oder Pflege brauchen. Im individuellen Horoskop zeigt der Übergang von Saturn ins vierte Haus an, dass man einen neuen Lebenszyklus beginnt. Der fängt dann hier an und geht hier hoch durchs Horoskop und das häufig auch beruflich. Und unabhängig von der Hausstellung haben nun alle Waagegeborenen Saturn in den kommenden 3 Jahren irgendwann im Quadrat zu ihrer Waagesonne. Das bedeutet, dass sie wichtige Entscheidungen treffen müssen und das kann Konflikte mit sich bringen. Erstens, weil sich die Waage sowieso nicht gern entscheidet und immer gern alle Optionen bis zuletzt offen hält. Und zweitens, weil man vielleicht für eine Entscheidung ein anderes Potenzial opfern muss.
Man muss auf eine Sache verzichten, um eine andere Sache zu erreichen. Und damit tut sich die Waage sehr schwer. Es kann auch sein, dass es unmöglich scheint, die Interessen aller Beteiligten unter einen Hut zu bringen, was eigentlich immer das Bestreben der Waage ist. Für euch Wagen ist es jetzt besonders wichtig, dass ihr versteht, dass jede Entscheidung eine besondere Kraft hat. Und wenn man sich dazu durchringt, sie zu treffen, dann entstehen neue Strukturen und die Dinge ordnen sich. Und auch die betroffenen Menschen sind dann bereit, euch zu unterstützen. Macht nicht den Fehler, im Niemandsland der Nichtentscheidung hängen zu bleiben. Ihr werdet sehen, alle werden erleichtert sein, wenn ihr bekannt gebt, wofür ihr euch entschieden habt. Und dann geht es mit neuer, voller Kraft voran. Und wir machen weiter mit dem Skorpion. Ja, für die Skorpiongeborenen und alle, bei denen Saturn nun durchs dritte Haus läuft, stehen Entscheidungen darüber an, auf welchen Gebieten sie etwas dazulernen wollen. Es kann eine wundervolle Phase sein, um die Kunst der Manifestation mit Worten auszuüben. Wenn ihr schriftstellerisch tätig seid, könnt ihr nun ein bedeutendes Buch oder wichtige Texte schreiben, die Gewicht haben und auch langfristig nicht an Bedeutung verlieren. Es bietet sich an, ein Tagebuch zu führen, um Aufschluss über euer eigenes Leben zu erhalten, wo ihr herkommt und wohin ihr noch gehen wollt. Vielleicht müsst ihr auch für Geschwister Verantwortung übernehmen, weil diese eine Krise haben, beruflich oder privat. Und nun könnt ihr zeigen, dass man sich auf euch verlassen kann. Das dritte Haus ist ja der Bereich des Lernens im Horoskop. Was ihr während des Saturntransits dazulernt, davon werdet ihr lange etwas haben, sei es eine neue Sprache oder ein neues Wissensgebiet. Ihr könnt euch jetzt neue Informationen sehr gut merken und langfristig einprägen. Unabhängig von der Hausstellung haben jetzt alle Skorpiongeborenen in den kommenden 3 Jahren den Saturn in einem freundschaftlichen und fördernden Aspekt zu ihrer Sonne. Tatsächlich könnt ihr neue Freunde finden, mit denen ihr das gleiche Interesse teilt und ernsthaft an einer Sache arbeitet. Auch in der Nachbarschaft könnt ihr euch Respekt verdienen, indem ihr für bestimmte Anliegen Verantwortung übernehmt, so dass man sich gegenseitig unterstützt. So können Strukturen der Nachbarschaftshilfe entstehen. Für Schützegeborene und alle, bei denen Saturn seinen Transit durch das zweite Haus beginnt, stehen finanzielle Entscheidungen ins Haus. Wahrscheinlich handelt es sich um die Konsolidierung eurer Werte und Maßnahmen zur finanziellen Absicherung. Es ist nicht unbedingt eine Zeit der finanziellen Expansion. Saturn zeigt oft an, dass man sparen muss oder Rücklagen bilden muss, falls unerwartete Ausgaben auf einen zukommen. Man muss gewissermaßen eine Ernsthaftigkeit und Reife entwickeln, was das Finanzielle angeht. Man sollte auch jetzt keine Schulden machen oder Kredite aufnehmen, wenn es irgendwie geht, denn diese können sich langfristig als problematisch erweisen. Wer aber Schulden hat, kann unter diesem Transit gut eine Beratung und Maßnahmen zum Schuldenabbau in Angriff nehmen. Wie ihr euch jetzt finanziell aufstellt, das hat langfristig Auswirkungen. Deshalb solltet ihr sehr sorgfältig mit dem Thema Geld umgehen. Unabhängig von der Hausstellung bildet nun Saturn zur Sonne der Schützegeborenen einen interessanten Aspekt, das sogenannte Halbsextil. Es bedeutet, dass die Schützen durch ihre Lernerfahrung, die sie mit Saturn hier in ihrem eigenen Zeichen in den letzten 3 Jahren durchgemacht haben, die Voraussetzungen für einen neuen, reiferen Stil im Umgang mit ihren Finanzen geschaffen haben. Ihr habt gelernt, realistischer zu sein, Geduld aufzubringen und langfristig zu denken. Und das kommt euch jetzt für eure finanzielle Zukunft zugute. Und damit kommen wir zu den Steinbock-Geborenen, den Steinbock-Aszendenten und all denen, die wissen, dass Saturn jetzt bei ihnen durch das erste Haus laufen wird. Vor allem aber die Steinböcke. Ja, ihr lieben Steinböcke, lauft euch schon mal warm für euren persönlichen Erfolgsmarathon in den kommenden 2,5 bis 3 Jahren. Euch kommt die Aufgabe zu, als vom Saturn beherrschte Steinböcke, die Kräfte Saturns in die Welt zu tragen. Ihr seid diejenigen, die den anderen, die noch nicht wissen, wie es geht, zeigen können, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn ihr selbst noch nicht wisst, wie es geht, dürft ihr sicher sein, dass Saturn euch vor vielfältige Aufgaben und Anforderungen stellen wird, in denen ihr euer natürliches Talent zu organisieren und Verantwortung zu übernehmen entwickeln und beweisen könnt. Macht jetzt euren 2-3-Jahresplan, zieht Bilanz über euer bisheriges Leben und überlegt euch, was ihr euch, eurer Familie und der ganzen Welt noch geben möchtet. Seid ihr schon da angekommen, wo ihr hin wolltet? Dann könnt ihr jetzt das nächstgrößere Projekt in Angriff nehmen. Habt ihr noch nicht das Ergebnis erzielt, was ihr euch wünscht,
dann ist jetzt die Zeit, Richtungsanpassungen vorzunehmen und euren Standort nochmal neu zu bestimmen. Dabei müsst ihr eben auch die Entscheidungen treffen, die jetzt nötig sind, und das wird für so manchen Steinbock auch die Beziehung betreffen. Ihr werdet spüren, dass vieles von euch abhängt und dass es keine Entschuldigung dafür gibt, irgendetwas auf den Partner zu schieben. Wer Saturn im ersten Haus hat, der wird merken, dass die Fähigkeit zu manifestieren sehr stark von der eigenen körperlichen Fitness und Präsenz abhängt. Also sorgt dafür, dass euer Körper stark und fähig ist, dann habt ihr auch die Power, eure Wünsche wahr werden zu lassen und eure Projekte zu manifestieren. Saturn im ersten Haus ist übrigens auch eine gute Zeit, wenn ihr abnehmen wollt. Das passiert oft sogar von ganz alleine, wenn man so viel Stress hat. Es ist aber sehr wichtig, dass ihr in dieser Zeit dafür sorgt, dass ihr genug Vitamine und Mineralien bekommt und eure körperlichen Bedürfnisse nicht vernachlässigt. Und damit kommen wir zum Wassermann. Und für Wassermanngeborene und alle die, bei denen Saturn nun durch das 12. Haus läuft, beginnt eine Zeit des Rückzugs und der Läuterung. Für sie ist das Thema der Innenschau und der Rückschau besonders betont. Wenn ihr betroffen seid, solltet ihr in Betracht ziehen, euch während der nächsten 2 bis 3 Jahre mal eine Zeit in einem Kloster oder an einem anderen spirituellen Ort des Rückzugs zu gönnen. Ihr braucht jetzt die Möglichkeit und die Umgebung, um euch zu sammeln und seelische Aufräumarbeit zu leisten. Es kann auch sein, dass euch andere jetzt ihre Geheimnisse anvertrauen, weil sie spüren, dass diese bei euch gut aufgehoben sind. Vielleicht merkt ihr auch, dass ihr so manches, was euch bisher wichtig und unverzichtbar erschien, nun ganz leicht hinter euch lassen könnt. Euch wird bewusst, was wichtig ist und was nicht. Es ist auch eine Zeit, wo mancher Bilanz zieht und sich eingesteht, dass er in der Vergangenheit Fehler gemacht hat und vielleicht deshalb Schuldgefühle bekommt. Lasst euch nicht herunterziehen. Die Vergangenheit könnt ihr nicht mehr ändern. Aber ihr könnt aus ihr lernen und in Zukunft bessere Entscheidungen treffen. Ihr werdet jetzt neue Erkenntnisse sammeln und wenn Saturn dann in euer erstes Haus geht, beginnt eine Phase, wo ihr sehr stark darin sein werdet, zu manifestieren und die im Inneren gewonnenen Erkenntnisse in die Außenwelt zu tragen. Das ist natürlich auch ein sehr spiritueller Aspekt hier, Saturn im 12. Haus, verbunden mit einer asketischen Einstellung. So mancher wird jetzt vielleicht fasten und sich gleichzeitig zurückziehen, um den Geist zu klären und frei zu werden für Eingebungen und nicht zuletzt für die Erleuchtung. Wenn ihr ernsthaft auf diesem Weg unterwegs seid, könnt ihr wahre Erleuchtungserlebnisse haben. Schließlich kommen wir dann noch zu den Fischegeborenen, beziehungsweise allen denjenigen, bei denen Saturn jetzt in das 11. Haus hineingeht. Und für sie beginnt eine Zeit, in der sie Entscheidungen bezüglich ihrer Freundschaften und ihres Netzwerks treffen. Wenn das auf euch zutrifft, kann es zum Beispiel bedeuten, dass ihr euch von bestimmten Leuten trennt, weil ihr feststellt, dass euch der Kontakt nichts mehr bringt. Auf der anderen Seite seid ihr nun bereit, mehr Nutzen aus eurem Netzwerk zu ziehen und auf der Basis von gegenseitiger Unterstützung etwas Neues zu manifestieren. Ihr werdet respektiert und bekommt Anerkennung dafür, weil ihr so oft diejenigen seid, die anderen mitfühlend helfen. Und es wird Zeit, dass ihr auch mal Unterstützung für euch einfordert. Und die werdet ihr auch bekommen, weil ihr sie nämlich verdient habt. Es kann jetzt auch sein, dass ihr eine Karriere in einer Organisation anfangt. Falls ihr jemals damit geliebäugelt hattet, in die Politik zu gehen, dann ist jetzt die Zeit, Schritte in diese Richtung zu unternehmen. Wenn ihr gerne in Gruppen lernt, könnt ihr den Saturn-Transit nutzen, um einen Kurs zu absolvieren. Denn was ihr dort lernt, davon werdet ihr lange etwas haben und dabei vielleicht auch euer Netzwerk um interessante Leute erweitern. Unabhängig von der Hausstellung haben jetzt alle Fischegeborenen in den kommenden knapp 3 Jahren nacheinander den Saturn in einem günstigen Sextilaspekt zu ihrer Sonne. Das bedeutet, dass sie profunde Unterstützung bekommen und sich auf diejenigen verlassen können, die ihnen Hilfe anbieten. Neue Allianzen, die sie jetzt eingehen, werden lange Bestand haben. Ja, meine lieben Astrofreunde, soweit also meine Gedanken und Ideen zu dem wichtigen Saturn-Transit durch das Zeichen Steinbock. Zusätzlich zu diesem Video biete ich euch auch einen Online-Workshop an mit dem Titel Saturn-Probleme heilen. Da wird es darum gehen, welche Herausforderungen auch gesundheitlicher Art der Saturn-Transit mit sich bringen kann und wie man damit am besten umgeht. Ich hoffe, die Idee gefällt euch und ihr nehmt zahlreich teil. Der Workshop findet statt
Im Januar, und zwar am Freitag, den 12. Januar 2018 um 17 Uhr. Und wenn ich merke, dass viel Bedarf besteht, wird es auch Wiederholungstermine geben. Die Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte im Bild. Natürlich könnt ihr mir auch in meiner Webinarreihe Antonias Sterne Fragen zu euren Saturn-Themen stellen. Es gibt einen Termin am Freitag, den 15. Dezember 2017, und einen am Freitag, den 19. Januar 2018, jeweils um 17 Uhr. Und die aktuellen Termine erfahrt ihr dann auch jeweils auf meiner Homepage. In den Jahreshoroskopen werde ich auch noch darauf eingehen, wie es sich jeweils auswirkt, wenn sich Saturn bis Dezember 2020 noch mit anderen wichtigen Planeten und Faktoren verbinden wird. 2019 haben wir zum Beispiel Saturn auf der Mondknotenachse. Das ist ein Karma-Aspekt, der uns in Kontakt mit unseren vergangenen Leben bringen kann. Ende 2019 und 2020 wird sich Saturn dann mit Pluto verbinden, was die politischen Verhältnisse der Welt gewaltig verändern kann. Nächstes Jahr ist natürlich erstmal die Verbindung zwischen Saturn und Lilith wichtig. Werden die beiden Kräfte an einem Strang ziehen oder sich gegenseitig bekämpfen? Das alles erfahrt ihr in der kosmischen Schwingung des Jahres 2018 und jeweils im Erlebnishintergrund für euer Sternzeichen. Wir sehen uns hier wieder in meinen übrigen Videos und hoffentlich auch in meinen Seminaren und Workshops. Schaut euch doch auch nochmal meine anderen Specials an. Ich werde sie hier einblenden, und weil dieses Video bis Ende 2020 gültig ist, kommt da sicher auch noch das eine oder andere neue Video-Special dazu. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.